das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud. Guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen. Für die Nachrichten ist heute Susanne mit im Studio. Guten Abend. Und für den Sport mit Fußball, Bundesliga, Patrick. Hallo auch von mir. Die Ostermärsche haben in Deutschland eine jahrzehntelange Tradition. Aber wohl noch nie war ihr Einsatz für Frieden so umstritten wie in diesem Jahr. Denn obwohl ein Nein zum Krieg bei den allermeisten Deutschen normalerweise kaum Widerspruch hervorrufen würde, dreht sich die Diskussion seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine um die Frage, führt der Weg zum Frieden manchmal über den Krieg? Verständlicherweise tut sich die deutsche Friedensbewegung schwer, darauf eine positive Antwort zu finden, versammelt aber unter ihrem Dach mittlerweile nicht nur überzeugte Pazifisten. Seit mehr als 40 Jahren organisiert sie die Ostermärsche in Berlin für Frieden und gegen alle Waffen, auch solche, die der Ukraine helfen würden, sich zu verteidigen. Waffen bedeuten immer Tod. Und es kann nicht sein, dass wir wollen, dass die sich bis zum letzten Tag umbringen lassen und die Ukraine nachher eigentlich nur noch ein Schutthaufen ist. Doch das Parteimitglied der Linken hat damit heute 1.500 Menschen mobilisieren können, halb so viele wie angemeldet zu ihrem traditionellen Ostermarsch. Ich finde den ganz wichtig, weil auch für uns Deutsche der Krieg immer mehr heranrückt und wir werden immer mehr zur Kriegspartei. Man muss die diplomatische Beziehung aufbauen. China hat es angeboten. Weil ich für den Frieden bin, also, und gegen die Waffenlieferungen für die Ukraine. Genau hier gehen die Meinungen von Friedensaktivisten auseinander. Waffenlieferung für die Ukraine! Die Gegendemonstration am Brandenburger Tor. Hier fordern sie Unterstützung, sodass die Ukraine sich selbst verteidigen könne, und kritisieren die Ostermarsch-Organisatoren scharf. Sie hat die Friedensbewegung mitgegründet, doch der Krieg spaltet die Aktivisten. Die Aufrufe zu den Ostermärschen, einige von denen erwähnen zwar, dass der Überfall auf die Ukraine ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist, aber danach fehlt jede weitere Kritik an Putins Kriegsverbrechen und auch jedwede klare Solidarität für die Unabhängigkeit und Erhaltung der Ukraine. Laura von Wimmersberg verteidigt sich und ihren Ostermarsch. Die 88-Jährige will Russland nicht allein für den Krieg verantwortlich machen. Darüber streitet auch ihre Partei, die Linke. Doch unter die Ostermarsch-Demonstrierenden mischen sich mittlerweile laut Forschern auch andere. Also die Gefahr, unterwandert zu werden, auch unter Einfluss zu stehen, ist in diesen Zeiten besonders hoch. Denn auch Russland versucht durch den Informationskrieg und Kampagnen ja schon seit langem die Friedensbewegung auch zu infiltrieren. Und auch die Besetzung des Themas von rechter und rechtspopulistischer wie rechtsextremer Seite ist etwa eine besondere Herausforderung. Eine Herausforderung, die hier nicht alle anerkennen wollen, auch aus der alten Friedensbewegung. Laura von Wimmersberg sagt, ihr Ostermarsch sei weder völkisch noch nationalistisch. Der Krieg gegen die Ukraine bestimmt nicht nur die Ostermärsche. Er forciert auch, dass die Energieinfrastruktur in Deutschland umgebaut wird. Einen Teil des ausbleibenden russischen Gases soll jetzt verflüssigtes Erdgas, kurz LNG, ersetzen. Schon im nächsten Winter soll bis zu ein Drittel des bisherigen Gasbedarfs über schwimmende LNG-Terminals gedeckt werden. Bisher gibt es die, wie hier im niedersächsischen Wilhelmshaven, in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt soll eines vor Rügen hinzukommen. Doch viele Einheimische sehen dadurch die Zukunft des Tourismus in der Region gefährdet und protestierten heute. Boris Schröder und Robert Schubert. Sie sind gekommen, um ein Zeichen zu setzen gegen das größte Energieinfrastrukturprojekt Europas. Mehr als 3000 Einheimische und Gäste bilden eine Menschenkette, 4 Kilometer von Prora bis nach Binz. Als symbolische Wand und schützende Mauer gegen LNG-Tanker und ihren Lärm, der hier zu Demozwecken aus den Lautsprechern dröhnt. Wir sind hierher gezogen und wir haben das gehört, diese Geräusche, die dort eingespielt werden, Tag und Nacht. Und das war nicht schön.
Also vielen Menschen aus dem Dorf ging es richtig schlecht. Ja, um halt auch dafür zu kämpfen, dass hier die Natur so bleibt, wie sie ist, damit meine Kinder und vielleicht auch die Enkelkinder derer da noch ein bisschen was von haben. Ich habe was dagegen, dass unsere Ostsee, unsere Insel Rügen so zur Schande gemacht durch LNG-Terminals und der Wille der Bürger, der eigentlich ein ganz anderer ist, so mit Füßen getreten wird. Nach Planungen des Bundes sollen Tanker das Flüssigerdgas zum Hafen Sassnitz-Mukran bringen. Dort soll das LNG wieder in Erdgas umgewandelt und mittels Pipeline durch den Greifswalder Bodden bis zum Energieknotenpunkt nach Lubmin gepumpt werden. Damit diese Gasumwandlungsschiffe im Hafen Sassnitz-Mukran Platz haben, müsste die Ostmole verlängert werden. Die würde die Strömung verändern, die auf natürliche Weise den Sand an den Strand nach Binz trägt. Das, was man eben von Binz kennt, dieser feine Sand, sozusagen die wirklich gute Qualität, das ist natürlich eine große Gefahr, dass die am Ende auch flöten geht und man eben wirklich nur mit massiven Investitionen am Ende die Qualität des Strandes erhalten kann. Stein statt Strandsand, Lärm und Tanker in Sicht. Die Insulaner befürchten Einbußen um bis zu 20% im Tourismus, dem größten Wirtschaftszweig der Insel. In Binz, kann ich Ihnen sagen, haben wir eine Bruttowertschöpfung von rund 340 Millionen Euro aus dem Tourismus heraus. Und wenn Sie das dann abnehmen, die 20%, dann tut das so dermaßen weh. Und dafür haben die Leute totale Angst, was sich hier die letzten 30 Jahre aufgebaut haben. Sie wollen weiter protestieren, bis die Insel von der LNG-Planungsliste des Bundes verschwindet, sagen sie. Und sind fest entschlossen, der Politik einzuheizen. Heute mit den traditionellen Osterfeuern. Den Feind im Blick haben hier Soldaten aus Taiwan und beobachten ein chinesisches Militärboot, das ihnen gefährlich nahe kommt. Denn nur wenige Tage, nachdem Taiwans Präsidentin die USA besucht hat, reagiert Peking jetzt und startet eine dreitägige Militärübung rund um die Insel. Eine erneute Machtdemonstration Chinas, das die Insel für sich beansprucht und immer wieder mit ihrer Eroberung droht. Nun sollen Kampfjets und Kampfschiffe Chinas erneut die sogenannte Mittellinie der Straße von Taiwan überquert haben, heißt es aus dem Verteidigungsministerium in Taipeh. Die inoffizielle Grenze zwischen den beiden Ländern. Steigt die Gefahr einer militärischen Eskalation damit weiter? Florian Barth. Mit scharfer Munition feuern chinesische Kriegsschiffe in der Meerenge zwischen China und Taiwan. Einige auch über der Mittellinie der Straße von Taiwan, die als inoffizielle Grenze angesehen wird. Am Himmel chinesische Kampfjets. Auch sie fliegen teilweise bis in die taiwanesische Luftverteidigungszone. Die dreitägige Übung sei eine Warnung an, so wörtlich, separatistische Kräfte, teilt die chinesische Armee mit und bekräftigt damit ihren Anspruch auf die Insel. Vom Festland aus beobachten Chinesen das Säbelrasseln auf hoher See. Das Manöver ist auch Teil der Propagandapolitik Pekings. Das Staatsfernsehen sammelt dazu passende, regierungstreue Stimmen aus dem Volk. Ich habe eine Vision, auch wenn ich noch sehr jung bin. Aber ich würde es gerne noch erleben, dass wir Taiwan zurückerobern. Gut 180 Kilometer entfernt auf der anderen Seite der Meerenge in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh. Alltag wie immer, so richtig Sorgen macht sich kaum jemand angesichts der Drohgebärden vor der Küste. China scheint das zu mögen, uns regelmäßig zu umzingeln, als würden wir zu ihnen gehören. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. In Taipeh ist währenddessen auch eine Delegation von US-Abgeordneten zu Besuch. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen verurteilt vor ihren Gästen die Militäraktionen Chinas und wirbt um Unterstützung. In den vergangenen Jahren sehen wir uns immer wieder dem autoritären Expansionsdrang ausgesetzt. Umso wichtiger ist die Zusammenarbeit mit anderen Demokratien. Washington hat sich verpflichtet, die Verteidigungsfähigkeit der demokratisch regierten Insel zu gewährleisten, auch mit militärischer Unterstützung. Als Ausschussvorsitzender genehmige ich jegliche Militärexporte. Das umfasst auch Waffen für Taiwan. Und ich versichere Ihnen, wir werden diese Waffen liefern.
Das chinesische Militär will seine Übungen noch bis Montag fortsetzen. Langfristig, befürchten Beobachter, könnte sich an dem Streit eine militärische Konfrontation zwischen den Weltmächten China und USA entzünden. Und jetzt noch weitere Nachrichten des Tages mit dir, Susanne. Und da geht es zunächst um die Lage im Nahen Osten. Israel ist am Abend erneut Ziel von Raketenangriffen geworden. Wie das israelische Militär mitteilte, wurden dieses Mal von Syrien aus 3 Raketen auf die von Israel besetzten Golanhöhen abgefeuert. Verletzt wurde bei dem Angriff niemand. Unterdessen wurde nach palästinensischen Angaben im Westjordanland ein 20-Jähriger von israelischen Sicherheitskräften erschossen. Mit Blick auf Milliardenlücken im nächsten Bundeshaushalt hat Finanzminister Lindner einen Sparkurs angekündigt. Bereits jetzt gäbe es im Etat für 2024 ein Defizit von 14 bis 18 Milliarden Euro, sagte der FDP-Politiker der Rheinischen Post. Diese Lücke müsse durch Verzicht erwirtschaftet werden, daher müsse alles auf den Prüfstand. Steuererhöhungen schloss er aus. SPD, Grüne und FDP streiten schon seit Wochen über die Haushaltsplanung. Bundeswirtschaftsminister Habeck fordert schärfere Zollkontrollen, um die EU-Sanktionen gegen Russland wirksamer durchsetzen zu können. Deutschland könne beispielsweise von Dänemark lernen, sagte Habeck den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dort prüfe der Zoll Handelsströme und Zolldaten genau auf Auffälligkeiten und bitte Unternehmen gegebenenfalls um Stellungnahme. So könnte laut Habeck verhindert werden, dass Güter für Russland über Drittstaaten exportiert werden. Papst Franziskus hat im Petersdom mit etwa 8000 Gläubigen den traditionellen Gottesdienst zur Osternacht gefeiert. In seiner Predigt kritisierte er die grassierende Ungerechtigkeit und die eisigen Winde des Krieges, die in der Welt herrschten. Das Osterfest spende jedoch Hoffnung, sagte der 86-Jährige, weil Christus auferstanden sei und den Verlauf der Geschichte verändert habe. Und wir kommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga, denn die ruht auch am Osterwochenende nicht. Denn Tabellenführer Bayern München ist gegen Freiburg die Revanche für die Pokalpleite unter der Woche geglückt, Patrick Hallasch. Genau so sieht's aus. Und auch den Spielplanmachern darf man mal ruhig ein kleines Lob aussprechen. Da hatten sie ein richtig gutes Händchen im Vorfeld. Denn gerade mal 4 Tage nach dem Pokalspiel trafen Freiburg und München also erneut aufeinander. Dieses Mal allerdings im Breisgau. Und dieses Mal konnten die Bayern den Spieß umdrehen. Der Rekordmeister gewann knapp mit 1:0 und verteidigte so die Tabellenführung. Und wie wichtig sie dem Klassenprimus ist, zeigt auch diese Reaktion hier von Joshua Kimmich, die geballte Siegesfaust nach dem Schlusspfiff. Kleiner Haken daran, der Nationalspieler jubelte in Richtung der gegnerischen Fans und die Freiburger, die fühlten sich provoziert. Kimmich sorgte also für ein durchaus emotionales Nachspiel. Nach dem Spiel musste der ganze Frust raus. Die Pokalniederlage vom Dienstag hatte offensichtlich auch bei Joshua Kimmich Spuren hinterlassen. Der jubelt provokant in Richtung Freiburger Fans und wird dafür angegangen. Ich kann mir vorstellen, dass die Jungs von Bayern enormen Druck auf sich haben, nachdem sie jetzt aus dem Pokal rausgeflogen sind gegen uns, das Ding heute zu gewinnen. Und ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen Erleichterung mit dabei war. Der FC Bayern mit Wut im Bauch und einigen Chancen. Die erste große hatte Sadio Mané in der 18. Minute. Freiburg, wie beim Pokalsieg aus einer geordneten Defensive, mit klugen Konterversuchen. Der FC Bayern im Glück, dass Ritsu Doğan in der 44. Minute nur den Pfosten trifft. Keine Tore, keine glücklichen Gesichter bei den Bayern-Verantwortlichen zur Halbzeit. Der FC Bayern in der zweiten Hälfte mit noch mehr Druck und einem Verteidiger, der einfach mal abzieht. Aus gut 26 Meter Matthijs de Ligt mit der Führung für die Münchner. Die 51. Minute. Danach einige gute Möglichkeiten für die Gäste, aber viele relativ leichtfertig vergeben, wie hier von Leroy Sané. Es bleibt beim 0:1. Bayern und Thomas Tuchel gelingt die Revanche für die Pokalniederlage. Insgesamt bin ich sehr zufrieden, weil wir zu unseren Qualitäten einfach den so auch Kampfgeist und Wille gezeigt haben, der nötig ist zu bestehen. Freiburg hatte 12 Spiele, kein Heimspiel verloren in Folge. Und deshalb ist ein sehr guter Sieg für uns. Persönliche Geste nach dem Spiel. Jamal Musiala übergibt Christian Streich sein Trikot. Am Dienstag hatte er den Handschlag mit Streich verweigert und war dafür kritisiert worden.
Ja, feine Geste. Der Tabellenführer hat also seine Hausaufgaben erledigt. Der erste Verfolger allerdings auch. Und der heißt Borussia Dortmund. Die Westfalen konnten sich im anderen Spitzenspiel knapp gegen Union Berlin durchsetzen. Bedanken durften sich die Dortmunder vor allem bei Youssoufa Moukoko. Der Stürmer stach nicht nur als Joker und erzielte 5 Minuten nach seiner Einwechslung den Siegtreffer. Nein, mehr noch. Ab heute ist er auch noch der jüngste Spieler überhaupt mit 50 Bundesliga-Einsätzen. Und das im zarten Alter von 18 Jahren und 139 Tagen. Glücksmomente in Schwarz-Gelb. Youssoufa Moukoko beendet Dortmunds Mini-Krise und lässt nicht nur Trainer Edin Terzic jubeln. Balsam, glaube ich, sowohl für die Seele als auch für die Stimmung. Nee, es ist, ich glaube, der Druck war heute schon ein bisschen höher als sonst. Weil wir ja auch einfach uns mit der Woche jetzt nicht alles kaputt machen wollten. 20 Minuten dauerte es, bis der BVB die jüngsten Rückschläge verarbeitet hatte. Dann übernahm er im eigenen Stadion die Regie. Gegen defensiv gewohnt starke Berliner fand Daniel Mahlen die Lücke. 1:0 nach 28 Minuten. Das Selbstbewusstsein wuchs. Sebastien Haller hätte vor der Pause fast auf 2:0 erhöht. Edin Terzic aber auch so zufrieden. In der zweiten Halbzeit machte Union Berlin das, was es gerne nach dem Wechsel macht. Offensiv eine Schippe drauflegen. Der Lohn, der Ausgleich. Kevin Behrens traf zum 1:1. Alles wieder offen. Wir wollten heute was mitnehmen. Ich glaube, die 90 Minuten, so wie wir es gemacht haben, hätten wir was verdient. Ein Einwechselspieler machte Berlin einen Strich durch die Rechnung. Youssoufa Moukoko, der 18-Jährige, gut 10 Minuten vor Schluss mit seinem Joker-Tor zum 2:1. Er brachte eine bis dahin enttäuschende Dortmunder Woche doch noch zu einem guten Ende. Da ging es darum, dass wir heute ein anderes Gesicht zeigen wollten im Bereich der Bereitschaft, alles für den Sieg zu tun. Durch den 8. Heimsieg in Folge bleiben die Dortmunder im Titelrennen. Und das sind die weiteren Ergebnisse. Leverkusen schlägt Frankfurt 3:1. Mainz trennt sich von Bremen 2:2. Alle Tore fielen in den letzten 10 Minuten. Augsburg unterliegt Köln 1:3. Und Hertha BSC verliert zu Hause gegen Leipzig 0:1. Morgen spielen dann noch Mönchengladbach gegen Wolfsburg, Bochum gegen Stuttgart und Hoffenheim empfängt Schalke. Die Tabelle. München verteidigt die Spitzenposition, 2 Punkte dahinter Dortmund auf Platz 2, gefolgt von Union Berlin. Leipzig tauscht mit Freiburg die Plätze, steht wieder auf einem Champions-League-Platz. Leverkusen nun auf Rang 6 vor Frankfurt. Köln zieht an Augsburg vorbei auf Platz 12. Hertha BSC bleibt auf dem Relegationsrang, auf den Abstiegsplätzen weiter Schalke und Stuttgart. In Goethes Osterspaziergang ist vom holden, belebenden Blick des Frühlings die Rede. Sven, richtet sich das Wetter denn nach dem Dichter? Ja, selbstverständlich. Das hat Wetter immer schon getan, tut es auch diesmal wieder. Und tatsächlich, es wird immer freundlicher am morgigen Ostersonntag schon in vielen Regionen. Da werden einige Wolken unterwegs sein, aber die Sonne ist da. Und am Montag noch mehr. Aber ich will das aufschlüsseln. Kurzer Blick auf die berühmte Isobahnkarte, das große Tief draußen auf dem Atlantik. Und bei uns wirkt dieses Hoch über Skandinavien. Dadurch haben wir aber auch eine östliche Strömung. Deswegen tut sich die Erwärmung ein bisschen schwer. Aber die Temperaturen gehen langsam rauf. Und die Sonne scheint auch immer häufiger. Morgen im Südwesten schon 9 bis 11 Stunden. Es gibt im Norden so ein Band, was die Sonne etwas zurückhält. Und über Niederbayern und Richtung Berchtesgadener Land. Und dann sieht man hier diese Karte vom Montag. 9 bis 11 Stunden verbreitet im Süden, später im Nordwesten durch neue Wolken etwas Sonnenrückzug. Aber es gibt tatsächlich freundliches Osterwetter und so sieht das auf unserem Film aus. Man sieht zum einen hier noch mal in der Nordhälfte so etwas dichtere Wolkenfelder, vielleicht noch mal ein bisschen Nieselregen draus raus. Und auch im Süden am Alpenrand geht das noch ein bisschen weiter. Das wird sich morgen mehr und mehr zurückziehen und dann haben wir so ein Durcheinander aus viel Sonnenschein. Dann allerdings über Mittag häufigeren Wolken. Die breiten sich dann auch so ein bisschen zu Flatschen aus. Da hat es die Sonne mal schwer, aber der Gesamteindruck ist freundlich. Tiefstemperaturen bei Aufklaren in der Nacht im leichten Frostbereich, sonst 3 bis 7. Und der morgige Tag am Rhein 16, 17, sonst 13 bis 15, 8 an der Ostsee. Kurz der Montag, sehr freundlich für lange Zeit, bis 20 Grad. Später von Westen allerdings zum Abend hin Tropfen. Und Tropfen sind auch das Thema für Dienstag, Ali. Sven, vielen Dank für die Aussichten. Sehr gerne. Ja, das waren unsere Tagesthemen. Hier folgt gleich das Wort zum Sonntag.
Mit Gedanken über die Ostertage. Und wir sehen uns morgen Abend wieder und wünschen nun einen schönen Ostersonntag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.